Auf der Flughafentangente Ost hat sich am Mittwoch gegen 11.30 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Auf schneebedeckter Straße geriet ein Pkw bei Erding ins Schleudern, rutschte in den Gegenverkehr, streifte einen weiteren Pkw und stieß mit einem Lastwagen zusammen. Die Fahrerin des Pkw wurde schwer verletzt. Die Feuerwehr musste das Dach des Autowracks abschneiden, um sie zu befreien. Schwer verletzt wurde die Frau mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.